Und die haben da sehr schöne Toiletten. Ja? Naja, ich habe ja mal so ein Problem zu Hause. Ich habe ja kinderische Toilette. Also sehr, sehr schön. Tee, das lieben wir ja. Ich meine, meine Freundin Jutta und Bibi, wir lachen uns immer tot. Ja, Männer, die sich als Frauen verkleiden. Das ist wirklich lustig. Das muss aber gut gemacht sein. Ja, natürlich. Herzlich willkommen zu VIP Velo, der klimaneutralsten Talkshow der Welt. Heute zu Gast die Langzeitarbeitslose und Fuji-Liebhaberin Edith Schröder. Und hier ist der Weinbrandkönig von Berlin-Neukölln, Patrick Chantre Hesse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge VIP Velo, die klimaneutralste Talkshow der Welt. Uwe und ich sind heute mal wieder unterwegs in Berlin, und zwar heute in dem wunderschönen Neukölln, und holen unseren nächsten Gast ab. Uwe, wer ist es denn heute? Ja, heute ist es die Mutti. Die Mutti? Nicht die Mutti aus Berlin-Mitte, ja, sondern die Mutti aus Berlin-Neukölln. Nein, wir haben heute nämlich Edith Schröder bei uns auf dem Rad. Die legendäre Edith Schröder. Ich freu mich so was von. Ich sagte das. Ich finde die so knurke. Das ist Wahnsinn. Ich finde die richtig stufte, wa? Und wir holen sie ab am Rathaus Neukölln. Sie wollte noch kurz in die Kantine. Und ja, gucken wir mal. Ich bin mega gespannt. Ich glaube, es wird heute ein feuchtfröhlicher Abend, wie man es an deinem Outfit schon sieht. Ja, ich habe mich hübsch gemacht heute. Ach, ein Traum. Ein Traum in Weiß und Schwarz. Ja, seid gespannt. Neue Folge VIP Velo. Und wir sind auch gespannt und fahren jetzt einfach mal weiter. Es ist warm und schwül heute hier. Ich sag dir das. Bleibt dran. Viel Spaß. VIP Velo, die klimaneutralste Talkshow der Welt. Auf geht's. Hallöchen. Ich bremse mal an, wa? Das ist das Neukölln-Taxi. Ach, schön, wunderbar. Edith Schröder, ich grüß dich. Wir machen hier den Corona-Ellenbogen-Check. Genau. Grüß dich. Schwing dich aufs Rad. Ich nehme dich ein Stück mit, wa? Das wäre nett, ja. Aber so. Hip. Hip, hopp, zack. Sitzt dich bequem? Ja. Ich drücke noch den Rock zurecht. Dann sehr kannst schön. Meinetwegen losgehen. Es ist mir eine Ehre. Jawohl. So. Wir sind auf dem VIP Velo, neue Folge, und wir haben heute Edith Schröder auf dem Rad, die Guten unglaubliche. Tag. Ja. Guten Tag. So, und jetzt brauchen wir erst noch was zu trinken, würde ich sagen, das oder? Sehr Bevor schön, wir losfahren, brauchen wir erst noch was zu trinken. Ich habe ja hier, ich mache auf gesund Karma-Tee, ganz leckerer Tee, aber für dich haben wir ein richtig schönes Spezial. Mein Neuköllner Nationalgetränk. So sieht es nämlich aus. Schön. So sieht es aus. Und der Uwe, hier noch schön am Film, der macht dir jetzt nämlich richtig schön Futschi, würde ich sagen. Das wärst du ja nicht. Genau. Ich komme nämlich gerade hier aus der Kantine vom Rathaus und hatte ein Gulasch mit Spiralnudeln. Mm. Das ist ein bisschen schwer, Mann. Da könnte ich so einen kleinen Futschi gut vertragen. Das sitzt richtig fest. So, Uwe, halte deines Amtes, sonst kommen wir ja nie los, wa? Ja. Das ist ja hier. Marte, das macht richtig wach, ich sag dir. Das ist sehr schön. Ich muss sagen, heute ist es ja hier relativ ruhig in Neukölln. Ja, absolut. Ne? So ein ganz entspannter Sommertag. Das ist ja fast wie Sonntag um 8. Ja, sonst. Also, das ist. So, guck mal jetzt. So. Da freu ich. Komm mal von hinten. Ja, komm mal von hinten. Darf ich dir denn so in die Natürlich, Hand sehr drücken? Gerne. Soll ich dir eine Hand halten für dich? Ja, das ist super lieb. Und originalisch Hand. Ja. Das ist eigentlich gar nicht so lieb. Natürlich zuerst die Dame. Na, aber selbstverständlich. Aber erst mal am Anfang großen Schluck, wa? Ja. Ja, ist ja 70-30 oder so, oder? Wie meine Freundin Jutta macht schon 80-20. 80-20 sind vor Fortgeschrittene. Ja, Fortgeschrittene. Hier fährt Fahrrad erstmal ein bisschen vorsichtig. Und jetzt Cola. Ja, das ist schon fertig gemischt. Ach, das ist schon fertig gemischt? Ja. Naja, dann könntest du natürlich das Glas auch voll machen. Dann machst du es ja voll. Ja? Ja, gut, dann musst du dann halten. Das ist ja fertig gemischt. Das ist natürlich raffiniert. Raffiniert? Normalerweise ist nicht so viel Cola drin. Weil Danke. Ich dachte, ja, deswegen ist es so blass. Ja. Du bist ja ein Fuchs. Ja. Unglaublich. Und du darfst ja nicht trinken. Ne? Nee, ich muss fahren. Stößchen. Stößchen. Schön, dass du Zum da bist. Wohl. Zum Wohl. Ach, auf eine schöne Tour. Jawohl. Ja, zeigt.
Das ist eine sehr gute Mischung, hast du gut gemacht. Ich danke dir. Ja, dann kann es ja losgehen, wa? Ja, gleich auf Ex hier aber da was, ja. Und das ist hier der Getränkehalter? Das ist ja der Getränkehalter, der müsste eigentlich aushalten. Ja, gucken wir mal, klar, was passiert, wa? Das ist der Plastikbecher. Ja, das ist wunderschön. Jetzt müssen wir auf unseren Uwe warten, bis er sich abfahrbereit gemacht hat. Der macht ja alles. Das ist ja, also ein Uwe brauchst du ja wirklich. Quasi ja. Ein Assistent. Das ist mein Sidekick, Redakteur und Kamerakind zugleich. Ach, toll. Ja. Und das ist unglaublich. Und sieht dann nicht hübsch aus, Alter. Ja, das wirklich hat sich sehr schön zurecht gemacht. Extra für dich. Extra für dich. Ja. Und woher kennt ihr euch? Du, wir haben mal in einer WG zusammen gewohnt. Ja. In einer Neuköllner WG. Ja. Ah ja. Ja. Und in welcher Straße? Das möchte ich. Möchtest du nicht sagen, Richtung, dass das ein Fan ist? Ja, natürlich. Man weiß ja nie, ne? Richtung Kölnische Heide auf jeden Fall. Also schon fast an der Grenze zu Treptow. Schön ruhig. Naja, so, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Wir fahren mal los und kicken mal, wo uns die Reise jetzt so mal hinführt. Ja. Ach so, ich muss ja mittreten. Ach, na ja. Doch, dann geht das wahrscheinlich schlechter. Du wirst es automatisch irgendwann machen. So, da kommen wir durch. Jetzt, ja? Da kommen wir durch. So, wir fahren nämlich jetzt out of Rathaus hier. Erstmal noch kurz hier ein bisschen auf den Bürgersteig. Vielleicht fädeln wir uns da vorne ganz genau. Harmonisch in den Verkehr ein. Das machen wir. So. Mach ich mal hier so. Na, müssen wir jetzt schon mal bremsen hier, dass wir den Herrn nicht über den Haufen fahren. Das wäre ein bisschen suboptimal. Aber hier, guck mal, so. Wunderschön. So, jetzt können wir uns in den Berliner Stadtverkehr. Herrlich, das in ist den wunderbar. Neuköllner Stadtverkehr einfädeln. Edith, hast du heute ausgeschlafen? Naja, nicht richtig. Normalerweise stehe ich ja erst um 17 Uhr auf, aber für euch habe ich gerne mal eine Ausnahme gemacht. Ne? Sehr gut. Ja, du bist ja Langzeitarbeitslose. Ja. Wie lebt sich so, gerade jetzt zu der Zeit? Naja, für mich hat sich ehrlich gesagt ja nicht viel verändert. Ja. Ne? Ich meine, ich bin eh immer gerne zu Hause. Ah. Der Anfahrt ist immer richtig. Genau, und jetzt ist es halt so, dass man nun auf dem Amt ja quasi keinen Kontakt mehr haben darf. Ja. Das ist mir eigentlich auch ganz recht. Und bis jetzt kriege ich immer noch Geld. Insofern ist eigentlich alles gut. Super. Schlimm war, dass ich halt meine Freundin Jutta eine Weile nicht besuchen durfte in ihrer Kneipe. Ja. Ne, Jutta's Inn. Ja. Und das war natürlich für mich eine schlimme Zeit. Hat sie denn wieder offen? Jetzt hat Jutta wieder offen mit den entsprechenden Abstandsregeln. Ne? Ja. Man muss an Tischen sitzen, man wird bedient. Das fällt ihr natürlich sehr schwer. Sie ist eigentlich sonst immer nur am Tresen. Jetzt muss sie auch noch zu den Leuten hinlatschen. Das ist nicht ganz ihr Ding. Aber die ist froh, dass sie wieder Geld verdient. Das ist ne? gut. Aber gibt es denn da irgendwie Costa Fucci ein bisschen mehr, also Weggeld? Oder? Nee, sie versucht es einfach, dass die Leute jetzt mehr trinken. Okay. Sie hatte überlegt, ob sie mehr Geld nimmt, aber das war dann auch halt gesagt, nee, lass es, dann komm, bleiben die Leute weg. Das ist ja auch scheiße, ne? Wenn dann die Leute nicht kommen, wenn der Fucci jetzt einen Euro mehr kostet. Das ist ja wirklich doof. So, jetzt fädeln wir uns nämlich hier mal schön in den Radweg ein. Bist du gebürtige Neuköllnerin? Ja. Sehr schön. Woher aus Neukölln? Naja, ich wohne in der Nogatstraße seit ewigen Zeiten. Ne? Ja. Ja, und das ist eigentlich mein Kiez und da bin ich auch groß geworden. Okay. So, müssen wir hier. Und wie lebt es sich in Neukölln? Also, ich bin ja auch Neuköllner. Ja? Ich bin so Herzbergplatz gegen groß geworden. Ja. Treptower Straße, Sonnenallee, Herzbergplatz. Und ich finde Neukölln geil. Ich finde es einfach so Leben pur. Das ja, ist so, das, auf jeden oder? Fall. Das ist. Naja, das hat sich natürlich in den letzten Jahren also doch sehr verändert. Ich meine, hätte mir jemand vor 10 Jahren gesagt, Neukölln wird mal ein Trendbezirk, da hätte ich den ja ausgelacht, weißt du? Das stimmt allerdings. Nicht? Also wie gesagt, Nogatstraße ist ja da die Querstraße von der Hermannstraße, da wohne ich. Ja. Und da ist auch noch nicht ganz die Gentrifizierung angekommen. Ne? Da hat man eigentlich hauptsächlich immer noch den klassischen Mix. Handyshop, Textilimport, Hase, Irme, Kick Flagship Store. Und dann hat ja eben meine Freundin Biggie auch ihre Leggings-Boutique da am Kindle Boulevard. Ja. Ja, aber es gibt immer mehr. Ne? Auf einmal gibt es so ein Café. So ein Trendcafé und so weiter. Hat sich sehr verändert. Aber ich lebe immer noch gerne hier. Ja, es ist halt,
Gentrifizierung, ne? Das ist halt, kann man nicht aufhalten, kann ja auch Positives. Ne? Weserstraße zum Beispiel, fahren wir nachher auch mal lang. Genau, das ist ja jetzt quasi Neuköllns Partymeile. Richtig, das ist die Simon-Dach-Straße Neuköllns mittlerweile. Ne? Ist nicht so mein Kiez, aber ich bin da mal spazieren gewesen im Sommer und da war ich ganz verunsichert, weil die Leute alle auf dem Bürgersteig gesessen haben. Und ich dachte, ich weiß nicht, ob sie in ihren anderen Städten, wo sie herkommen, das auch machen. Also ich weiß nicht, ob man sich in Barcelona auch auf die Straße setzt. Aber tja, die haben macht man vielleicht so. Die haben ja einen Strand, wir haben ja nicht mal einen Strand, wa? Ja doch, Wannsee. Ja. Sehr gut. Genau. So, wir fahren jetzt genau auf dem Hermannplatz zu. Ja. Hermannplatz ist für mich so Kindheit, Karstadt. Ja. Oder? War für dich auch schon immer Karstadt, naja, Kindheit? Ich gehe da, das ist ja quasi das KDW von Neukölln. Du, absolut. Wobei, Karstadt ja in Kreuzberg steht, ne? So hier von Da ist die Grenze, da ist die Bezirksgrenze. Ja, ja. Müssen wir jetzt hier auch auf den schmalen Radweg? Wir müssen auch auf den schmalen Radweg hier, weil wir sind ja ein Fahrrad, also rein verkehrstechnisch gesehen. Ja, die wollen ja hier, das Karstadt wieder in alten Glanz in tauchen. In alte Höhen bringen. Wahnsinn, oder? Den Bau von 1929 wollen sie wieder hochziehen hier, abreißen, neu bauen. Na, ich bin gespannt. Ich meine, wo jetzt hier Karstadt-Kaufhof ist ja eigentlich pleite, ne? Eigentlich sind wollen sie pleite. Alle zumachen. Aber sie haben, glaube ich, auch gesagt, dass sie das hier auf jeden Fall als Prestige sogar behalten, ne? Ja, naja, ich wäre dafür. Das war ja beeindruckend. Das ist Wahnsinn, oder? Die haben eine Terrasse gehabt, ne? Ja, das gibt es ja immer noch, die Terrasse. Ach, da oben gibt es eine Terrasse? Ja, da geht ja gerne mal hin, das Terrassenrestaurant. Ja. Und da kann man sehr schön, da gibt es immer mal so ein Sonderangebot, eine Kaffeespezialität mit einem Stück Kuchen für nur 3,99. Ach, ja. Das muss ich mir merken. Und die haben da sehr schöne Toiletten. Ja, naja, ich habe ja mal so ein Problem zu Hause. Ich habe ja keine richtige Toilette. Und deswegen gehe ich gerne mal bei Karstadt Hermannplatz. Ja, sehr gut. Das habe ich noch gar nicht so ausprobiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe ja immer meistens unten in die Zooabteilung. Ach, ja. Echt? Ja. Hast du ein Aquarium? Ich habe ein Aquarium. Nicht wirklich? Ich habe zwei Axolotls. Das sind so mexikanische Urviecher. Oh Gott. Ja. Passen wir hier durch? Wir passen hier durch, irgendwie. So, und jetzt fahren wir nämlich den neuen Radweg. Wir fahren hier einen neuen Radweg. Ach, gehen hier durch? Genau. Ja, davon habe ich gehört. So, jetzt kicken wir mal, toll, ob wir hier durchpassen. Zack. Kick mal, das ist ein neuer Radweg in Neukölln. Ja. Durch Karstadt durch. Genau, da haben die sich doch überlegt, um die Leute hier so ein bisschen einzubinden. Ne? Genau. Dass das hier der Kiez zum Kontakt hat zum Karstadt. Guck mal, hier mit Fahrerstationen. Muss man mal. Ach, das ist ja schön. Na? Hallöchen. Ach, und einen Kaffee gibt's jetzt Kaffee hier gibt's auch noch. Gehört das auch zu Karstadt oder ist das was eigenständig? Ich weiß es nicht. Beckert, naja, wahrscheinlich schon eher verpachtet, ja. Mensch, diese kann man aus so einem Hof noch was machen. Das ist richtig. Nämlich jetzt kommen wir auf die Urbanstraße. Einfach mal durch, brauchen wir nirgendwo anders langfahren. Geil, oder? Ja, das ist toll. Vor allen Dingen auf dem Hermannplatz ist ja doch immer viel Verkehr und ein bisschen gefährlich. Das stimmt. Hier ist es jetzt ganz entspannt. Ganz entspannt. Wobei, Vorsicht, nicht gegen die Schranke fahren. Für die Bilder. So, und jetzt fahren wir mal. Da, vorbei, ja? Ja. Schön vorsichtig, so, nicht, dass und jetzt einer von der Seite kommt. Und jetzt sind wir wieder nämlich drauf. Zack. Herrlich. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Herrlich. Wo ist denn dein Lieblingsort in Neukölln? Hast du so einen Lieblingsort? Naja, ich gehe wirklich gerne hier Karstadt-Hermannplatz auf das Terrassenrestaurant. Was ich natürlich ganz besonders mag, ist in der Hasenheide die Hasenschenke. Das ist ja so ein Pavillon. Ja. Die haben aber nur im Sommer offen, nicht? Weil das ist quasi so ein Biergarten. Ja. Das kennst du doch aber auch. Die Hasenschenke kenne ich, klar. Der Minigolfplatz ist auch schön. Da war ich jetzt persönlich nur noch nicht. Hast du mal da vorbei? Ja, wir passen. Ja, da selbstverständlich. Ich glaube, die warten alle auf den M41er hier. Der kommt ja mal sehr unregelmäßig. Sehr unregelmäßig. Ne? Sehr unregelmäßig. So, und jetzt fahren wir einfach mal ganz mutig. Hier so querfeld ein. Querfeld ein. Meine Güte. Ja, jetzt haben wir hier rot. Schade. Eigentlich ein bisschen. Ich mecker ja immer mit diesen ganzen Fahrradfahrern, die falsch fahren. Ne? Ja. Aber naja, heute drück ich mal ein Auge. Aber ich bin doch jetzt hier ganz entspannt. Darf ich nicht? Es, ja, naja, ach, das ist ja gegenüber. Ja.
Ah, die kommen nicht an uns vorbei. Das ist natürlich der wesentliche Unterschied. Fährst du denn viel Fahrrad in Berlin? Bist du Fahrradfahrerin? Nee, das ist mir nicht. Ist dir nicht? Nee, also ich kann es immer noch. Ja. Ne? Ist ja ein bisschen wie Schwimmen, verlernt man ja nicht. Aber mir ist das, also auch gerade hier in Neukölln, hier gibt es so wenig Radwege, dann Kopfsteinpflasterstraßen. Also früher, als ich noch jünger war, habe ich das gerne gemacht. Aber jetzt ist mir das immer alles, auch mit den ganzen Leuten, die hier mit so einem tiefer gelegten BMW rumfahren, da wirst du angehupt und angemeckert, das ist schlimm. Wirklich wahr. Fahrradfahren in Berlin ist wirklich kein Spaß mehr. Aber es soll sich ja besser, ne? Ja, ich bin da, also ich gebe die Hoffnung nicht auf. Siehst du? Man wird erkannt, jawohl! So. Und weißt du aber nicht, hupen die jetzt, weil wir was Böses machen? Oder? Nee, die wollen grüßen. Die wollen wir grüßen. Ja, richtig. Die wollen freundlich grüßen. Hauptsächlich positiv. Ja, ich denke. So, jetzt fahren wir mal hier richtig. Den anderen Fahrradfahren. Den Fahrradfahren. Entgegen, dass die erstmal nicht vorbeikommen. Na, so. Ich glaube. Das ist sehr lieb, danke schön. Aber jetzt fahren wir auf der Straße weiter, oder? Wir können erstmal auf der Straße weiterfahren. Und dann nachher kommt, glaube ich, ein bisschen Kopfstein. Da müssen wir dann auf dem Radweg. Das ist die Weserstraße jetzt. Ja, ja, ich weiß. Weserstraße. Geil. Hier vorne war ja der blaue Affe. Ne? Ja. Da wolltest du eigentlich mit mir hin. Ja. Leider gibt es nicht mehr. Es gibt auch ein Opfer, der. Der Gentrifizierung? Ja. Hier an der Ecke war ja auch mal so eine tolle Kneipe. Ja. Zum Hammer. Zum Hammer. Aber das ist auch schon ein bisschen länger her. Da warst du noch ganz klein wahrscheinlich, als es ja. Ich glaube sogar hinten am Ende der Weserstraße gibt es einen blauen Affen. Kann das sein? Ach, vielleicht sind die umgezogen. Ich glaube, die sind umgezogen. Ich glaube, lass uns das mal in Erinnerung behalten. Ich glaube, das ist nämlich da hinten. So. Guck mal, hier gibt es noch so ein klassisches Bierlokal. Das hieß früher die Filmklappe. Die hatten hier eben so alles mit so Filmprojektoren und Filmrollen dekoriert. Aber das ist auch schon. Ist lange her. Du, aber letztendlich, ne, hier. Es ist im Wandel. Ja? Ich bin hier gern unterwegs. Also Kneipentour ist hier super. Kneipenhopping. Ne? Natürlich. Einer, die nächste. Kannst du hier richtig, richtig schön machen. Kennst du das hier eigentlich? Ja, das Theater im Keller. Sehr, sehr schön. Ja, also sehr, sehr Travestie, das lieben wir ja. Ich meine Freundin Jutta und Billy, wir lachen uns immer tot. Ja, Männer, die sich als Frauen verkleiden. Das ist wirklich lustig. Das muss aber gut gemacht sein. Ja, natürlich. Also wenn das gut gemacht ist, ne, dann ist das... Und da ist aber wirklich immer lustig. Die machen sehr schöne Playbacks und haben tolle Kleider an und erzählen auch lustige Witze. Ist das schon der Satz? So. Der wird langsam auch so ein bisschen glitschig. Ja, ne? Nicht, dass du den verschluckst, dann müssen wir hier ins Krankenhaus mal klein fahren. Da kenne ich mich aber auch, da haben die mir schon mal eine Alkoholvergiftung weggemacht. Sag mal, hast du uns schon abonniert und die Glocke aktiviert?